Hallo zusammen und willkommen mal wieder zu einem neuen Video von mir. Ja, hier auf meinem Linke Kochen und Backen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, schwuppdiwupp ist Dezember. Zwar noch nicht ganz, aber die Weihnachtszeit geht schon richtig los. Ne? Ja, und ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, auch dieses Jahr wieder ein paar Weihnachtsrezepte zu verfilmen. Ja, ein paar Plätzchen, eine Torte kommt noch. Ja, und halt so ein bisschen weihnachtliches Gebäck. Ja, heute fange ich aber an mit Zimtsternen. Ja, Zimtsterne ist so ein Thema. Ne? Also es gibt tausende Rezepte von Zimtsternen. Allerdings im Originalrezept der Zimtsterne kommt kein Mehl rein. Und ich habe ganz viele gefunden, wo halt Mehl reinkommt. Ja, und dann ging das natürlich los. Da habe ich versucht zu recherchieren und habe natürlich auch in meinem Fundus einige Rezepte gefunden von Zimtsternen. Mit Mehl, ohne Mehl, und ich habe dann wieder aus, ich glaube, 4 Rezepten, habe ich also ein Rezept zusammengestellt, wo mir die Zutaten von der Menge und auch von den Zutaten selber am besten gefallen haben. Einige habe ich weggelassen, also es ist mit Sicherheit jetzt nicht das originale Zimtsternrezept. Ja, das zu dem Thema, also mache ich mit euch heute Zimtsterne. Ihr seht, die Zutaten habe ich schon alle aufgestellt hinten. Ja, dann ist das Problem, eine Zimtstern-Ausstechform zu bekommen. Ja. Also ihr bekommt natürlich im Internet Zimtstern-Ausstechform, aber relativ hochpreisig. Und ich dachte mir so, vor einmal im Jahr, ich weiß nicht, ob ich mir das anschaffen muss. Ne? So, da habe ich mir überlegt, ich nehme einfach eine Kunststoff-Stern-Ausform, Stern-Ausstechform, die etwas kleiner ist. Ja, und ich muss natürlich da auch ein bisschen das Rezept etwas anders vom Ablauf her gestalten, weil es ist ja so, ich weiß gar nicht, kennt ihr diese Zimtsterne-Ausstechform? Die sind ja quasi geteilt, da ist also quasi der Zimt, also die Ausstechform geteilt. Und wenn ihr den Teig ausrollt und da kommt ja oben eine Glasur drauf, dann könnt ihr mit diesem Ausstecher drauf und könnt das quasi so zusammennehmen, dass der Zimtstern also hier drin bleibt und dann auf Backblech und auseinanderziehen. Das heißt also, er geht euch nicht kaputt und behält also die Form. Hier werde ich das etwas anders machen in dem Rezept. Hier werde ich so machen, dass ich den Teig ausrolle, die Sterne aussteche, aufs Backblech gebe und dann mit einer, wo habe ich das hier? Mit so einer Flasche die Glasur auf jeden einzelnen Zimtstern drauf gebe vorm Backen. Anders geht es glaube ich nicht. Egal, ich werde es einfach jetzt mal testen. Ob es klappt, ich denke schon. Die müssen ja auch keinen Schönheitspreis gewinnen. Ne? Das ist halt so. Ja, also es ist ein bisschen aufwendig, das Rezept heute. Daher ist das Video ein bisschen länger, auch hier mit meinem Vorgerede jetzt. Aber ich würde sagen, ich bereite jetzt noch mal so ein bisschen was vor und dann fangen wir an. Übrigens, wenn ihr mich auf Instagram suchen wollt, könnt ihr gerne machen. Da bin ich auch vertreten. Frank Linke kochen und backen. Alles klar. Da würde ich sagen, ich zeige euch die Rezepte. Ich zeige euch die Zutaten. So, ich muss das mal einmal hier zwischendurch ablesen. Und zwar braucht ihr einmal 300 Gramm gemahlene Mandeln, also die mit der Schale. Dann haben wir hier ein Eiweiß und jeweils getrennt ein Eigelb. Das heißt also, ihr braucht insgesamt ein Ei. Das Eiweiß wird gleich steif geschlagen. Dann brauchen wir 100 Gramm Puderzucker, 150 Gramm weiche Butter. Ein Abrieb von einer Zitrone, ja, habe ich genommen. Ein Päckchen Vanillezucker, ein halbes Päckchen Backpulver, das sind so 7,5 Gramm. Das könnt ihr am besten, kann ich euch als Tipp geben, mit so einer Löffelwaage abwiegen, das ist sehr exakt. Dann braucht ihr einen halben Teelöffel Zimt und ein Viertel Teelöffel Nelkenpulver. Also keinen halben nehmen, sondern ein Viertel. Und eine Prise Salz, die ich schon hier im Puderzucker reingegeben habe. Dann haben wir noch die Glasur, die auf den Teig kommt und mitgebacken wird. Da haben wir einmal ein Eiweiß, ein Päckchen Vanillezucker und Saft von einer Zitrone. Da müsst ihr aber allerdings schauen, das muss ich gleich nochmal gucken, dass der Guss nicht zu flüssig wird. Das heißt, also ich werde mit Sicherheit nicht die ganze Zitrone, also den ganzen Zitronensaft nehmen können, weil die Zitrone auch recht groß war. Da muss ich mich ein bisschen rantasten halt und gucken, wie flüssig der Guss halt wird. Ja, dann würde ich sagen, bereite ich jetzt den Teig vor. Ich schlage schon mal das Eiweiß steif. Das muss nämlich steif geschlagen werden.
Und dann fangen wir an. So, das Eiweiß habe ich jetzt steif geschlagen, steht jetzt im Kühlschrank, habe ich mit dem Handrührgerät gemacht, weil ein Eiweiß in der KitchenAid steif zu schlagen, ist es ein bisschen schwierig. Als erstes werden jetzt die Mandeln hier in den, ja, in die Rührschüssel gegeben und die werden jetzt mit dem Backpulver einmal vermengt. Ja, vermenge ich jetzt einmal, dass das sich schön verteilt. So, und als nächsten Schritt nehmen wir einmal die Butter dazu und die soll sich jetzt mit den Mandeln so ein bisschen krümelig, ja, verarbeiten, ne? Dass sie so ein bisschen verkrümmelt wird. Ja, so ein bisschen krümeliger Teig wird, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Wie so ein, quasi wie so Streusel, ne? Ja, das mache ich jetzt auch, upsala. Dazu setze ich dann den Knethack rein, ne? Damit geht es, glaube ich, am besten. So, Knethaken. Dann gucke ich mal, wie lange das jetzt dauert. Am besten auf Stufe 2. So, das Ganze war jetzt auch ca. 2 Minuten hat das jetzt gedauert. Es hat sich jetzt gut verbunden, so sieht das aus. Schaut mal, hier so Streusel. So, jetzt kommen die ganzen anderen Zutaten dazu. Und zwar kommt der Puder, ich muss mal kurz ablesen. Dann Eigelb, Zitronenscheibe, Zimt, Pulver, Puderzucker. Okay, die Eigelb habe ich jetzt hier. Das kommt da noch mit rein. Das ist ja übrig geblieben von dem Eiweiß. Puderzucker kommt mit rein. Kamera ist an, ja. Das fehlte mir jetzt gerade auch noch, wenn die aus ist. So, Zitronenscheibe. Das duftet schon richtig gut hier, Leute. Zitronenschale. Jetzt ein bisschen laut. Vanillezucker kommt noch zu. Auch beiseite. Und halben Teelöffel Zimt. Da würde ich euch raten, den Ceylon-Zimt zu nehmen, nicht den Kasai-Zimt. Weil der nicht so gut ist. So, Viertel Teelöffel Nelke. Ja, wer natürlich den Nelkengeschmack mag, kann natürlich auch einen halben nehmen. Ich nehme aber ein Viertel. Das reicht mir jetzt auch hier. So, das Ganze wird jetzt nochmal verrührt. Und zum Schluss kommt dann das Eiweiß noch darunter. Es wird da untergehoben. Aber erstmal werde ich das jetzt alles hier verkneten. Der Teig hat sich gut miteinander verbunden, also beziehungsweise die Zutaten, so sieht das jetzt aus. Ist ein bisschen fest. Hier ist das geschlagene, steif geschlagene Eiweiß. Das gebe ich jetzt einfach hier mit runter und gebe das einmal unter. Das ist natürlich bei dem Teig ein bisschen ganz so einfach, weil der halt ein bisschen fest ist. Das wird jetzt also mit untergehoben. Ihr seht, das ist ein bisschen Arbeit ist es schon, weil der Teig, wie gesagt, jetzt schon ein bisschen fester ist. Wir gucken, dass man sich so einen Spatel nimmt, der ein bisschen fester ist. Das habe ich jetzt auch getan. So, jetzt wird der Teig nämlich auch schon geschmeidiger. Ihr seht das. Ja. Das kann man jetzt auch schon so lassen. Ja, ich hätte einen anderen Spatel nehmen können. So, der Teig ruht jetzt für 30 Minuten im Kühlschrank. Er ist schön geschmeidig, würde ich sagen. Damit der ein bisschen fester wird. Und dann nehme ich zwei Frischhaltefolien und dazwischen werde ich den Teig ausfüllen. Dann kommt dann noch eine Schicht Puderzucker auf dieser Frischhaltefolie. Und ja, dann schauen wir einfach mal weiter. Der kommt jetzt erstmal abgedeckt so in den Kühlschrank. So, ihr Lieben, kleine Korrektur. Natürlich nicht den Teig mit der Schüssel in den Kühlschrank stellen, sondern den Teig auf Frischhaltefolie etwas platt drücken, einschlagen und dann natürlich in den Kühlschrank geben. Ja, da habe ich mich leider etwas vertan. Also so quasi in den Kühlschrank geben. So, der Teig kühlt nun auch durch, ein bisschen, 30 Minuten noch. Ja, ihr Lieben, in meinem Video scheint heute so ein bisschen der Wurm zu sein, weil ich hatte euch vorhin bei dem Aufzählen der Zutaten bei der Glasur natürlich den Puderzucker unterschlagen. Also bitte gebt nochmal zur Glasur 120 Gramm Puderzucker. Stellt euch den bereit, weil der gehört nämlich noch hier rein.
Ich werde jetzt die Glasur zubereiten, werde also das Eiweiß steif schlagen. Nach und nach kommt dann hier Puderzucker, Zitronensaft, Vanillezucker zu. Und dann schaue ich mir die Konsistenz an und dann kommt das nämlich in den Kühlschrank. So, die Glasur habe ich jetzt zubereitet. Also da müsst ihr tatsächlich aufpassen, dass die nicht zu dünn wird. Das ist, geht ganz, ganz schnell. Also so sollte die tatsächlich vom Löffel laufen, dass man die auch noch gut verteilt bekommt auf den Zimtstern. Ja, das kommt jetzt so in den Kühlschrank. Fülle ich gleich in diese Flasche um. Und ach, das kann ich eigentlich jetzt schon machen, ne? Oder? Ich mache das jetzt schon. Ich fülle das gleich um und dann stelle ich das in dieser Flasche in den Kühlschrank. So, wie ihr sehen könnt, habe ich hier eine Backmatte genommen. Habe die Backmatte auch hier an den Seiten mit Frischhaltefolie quasi eingepackt. Auf dieser Frischhaltefolie habe ich Puderzucker gestreut, darauf den Teig gelegt und auf den Teig auch nochmal ein Stück Frischhaltefolie gegeben. Somit lässt er sich natürlich jetzt besser ausrollen, ohne dass der hier an dieser Rolle klebt. Dann muss ich euch was zeigen. Ich habe mir von Wundermix eine Dauerbackfolie gekauft. Die werde ich jetzt erst einmal ausprobieren und ja, bin mal sehr gespannt, ob das wirklich so effektiv ist wie Backpapier. Ja, das probiere ich jetzt aus. Kannst du, wie gesagt, bei Wundermix bestellen. Ja, dann würde ich sagen, fange ich jetzt mal an, den Teig auszurollen. Nicht ganz zu dünn, so dass die Sterne, so die Dicke der Sterne ungefähr ein bisschen weniger. Und dann stechen wir die Sterne mal gemeinsam aus. Legen wir hier aufs Backblech und dann schauen wir mal, wie das jetzt hier gleich so aussieht. Probesterne ausgestochen. Es geht eigentlich ganz easy, muss ich sagen. Allerdings seht ihr natürlich jetzt auch nicht. Ihr seht, man muss die natürlich mit den Händen so rausnehmen. Sind die natürlich jetzt nicht so formschön, weil die natürlich noch ein bisschen klebrig sind vom Teig her. Aber ich gucke mal, dass ich die wirklich einigermaßen gut hier rausbekomme. Ja, seht ihr. Also da ist es wahrscheinlich doch sinnvoller, so ein Zimtstern-Ausstecher zu kaufen, weil da seht ihr natürlich, dass einige Zacken jetzt nicht so akkurat sind. Da seht ihr das? Aber ganz ehrlich, Leute, das ist mir jetzt auch egal, weil ich mache das jetzt so weiter und gucke einfach, dass ich gleich die schönsten davon nehme und fotografiere. Ja, das mache ich jetzt hier so weiter und ja, ich denke mal, die Dicke ist auch okay. Zimtsterne sind ja auch immer ein bisschen dicker. Dann mache ich nämlich gleich da diese Glasur drauf. Und dann soll es das gewesen sein. Also ich kann es jetzt auch nicht ändern, wenn das ein bisschen, ja, nicht so ganz exakt aussieht. Aber dafür ist es natürlich auch nicht industriell hergestellt. Das muss man ja auch schon mal sagen, ne? Und so ganz gleich können die natürlich nicht aussehen. Aber ich finde die für meine Verhältnisse, ehrlich gesagt, Leute, ganz gut. Und ja, so werden die jetzt auch weitergemacht. Ja, das mache ich jetzt hier mal weiter. Und wenn die fertig sind, zeige ich euch mal das fertige Blech. Und dann machen wir da gemeinsam mal die Glasur drauf. Ich habe jetzt tatsächlich zwei Bleche daraus bekommen. Das eine Blech ist ein bisschen voller als dieses. Hier hätte ich tatsächlich noch eine Reihe reingekriegt. Ja, die sind jetzt, ich sag mal, exakter, wenn ihr natürlich diesen Zimtstern-Ausstecher habt. Und dieses Prozedere, was ich jetzt hier mache, die Creme jetzt hier von Hand drauf zu geben, braucht ihr dann natürlich auch nicht tun, ne? Ihr gebt natürlich dann diese Glasur direkt auf den Teig, bevor ihr denn halt die Zimtsterne ausstecht. Ich mache das jetzt hier so. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich hier mal anfange, diese Glasur drauf zu machen. Die ist auch genau richtig. Nicht zu dick, nicht zu dünn. Ja, das mache ich dann jetzt mal. Bisschen dünner kann es ruhig sein, das dauert halt eine Zeit lang, ne? Weil hier natürlich jetzt ich das alles händisch machen muss. Aber ich finde, so sieht das schon ganz gut aus. Das heißt, ich werde jetzt alle hier nochmal damit, ja,
dekorieren, bevor die dann in den Backofen kommen. Bitte nehmt tatsächlich, auch wenn ihr mehrere Bleche habt, Ober-Unterhitze. Das ist relativ wichtig, weil die werden mit Ober-Unterhitze tatsächlich anscheinend besser. Ich habe mich dann mal durchgelesen und da haben viele gesagt, man soll dann auch tatsächlich Ober- und Unterhitze wählen. Ja, ihr Lieben, ich mache das jetzt hier mal fertig und zeige euch dann gleich das Endergebnis, wenn die fertig mit der Glasur dekoriert sind, und dann schiebe ich sie in den Backofen. So, ich habe jetzt ein Blech schon mal fertig dekoriert mit der Glasur. Ja, das kommt jetzt schon mal bei 150 Grad im vorgeheizten Ofen für circa, ja, 20 Minuten mit Sichtkontrolle, und ja, dann schaue ich mal gleich, wie die aussehen. Jetzt mache ich mich erstmal an das zweite Blech und dekoriere sie. Ja, das schiebe ich jetzt erstmal in den Backofen. So, eine Ladung ist jetzt schon draußen. Ich habe die jetzt aber schon mal rausgenommen, weil die Glasur sonst braun wird. Und das soll es ja nicht sein. Also die sollen ja jetzt nicht braun werden, sondern hellbraun. Riecht sehr, sehr lecker. Ich lasse die jetzt komplett auskühlen auf dem Gitter. Und dann kommt die nächste Fuhre rein. Also die haben ein bisschen länger gedauert als 15 Minuten, so eher 22. Aber super Ergebnis. Die Zimtsterne sind fertig, abgekühlt. Foto muss ich gleich noch eben schnell machen. Aber ich möchte mit euch noch mal eben ganz kurz die Geschmacksprobe machen. Ich habe die selber jetzt noch nicht probiert. So sehen die aus. Ihr habt ja gesehen, gerade wie die aussehen, fertig. Riechen sehr gut. Ich probiere die jetzt einfach mal. Also die Kruste, wie ihr seht hier oben, ist leicht, leicht hellbraun geworden. Sollte eigentlich nicht so sein, aber ist okay. Also, die sind ja jetzt nicht so wie Kekse, dass die so knusprig sind, sondern sie haben ja so einen leichten, weichen Kern. Ne? Also ich muss sagen, tatsächlich habe ich gedacht, die schmecken mehr nach Zimt. Aber ich glaube, die Kombination macht es aus. Die schmecken eher so nach Gewürz, ne? Stern. Aber ich muss sagen, ich finde die echt lecker, weil die sind jetzt nicht, ihr seht mal hier unten, nicht so ganz braun geworden, geschmacklich. Nelke schmeckt man leicht raus, die Zitrone sowieso. Und die sind tatsächlich im Kern noch so ein bisschen, seht ihr das? Wie Zimtsterne halt so sind, ein bisschen feucht. Sehr lecker, also finde ich sehr gut. Wie gesagt, wenn ihr den Zimtsternausstecher habt, dann könnt ihr natürlich die Glasur nach dem Ausrollen auf den kompletten Teig verteilen und dann die Sterne ausstechen und auf das Backblech setzen. Das konnte ich jetzt natürlich leider nicht, weil ich hätte die Sterne jetzt nicht so ohne weiteres mit der Glasur von der Backmatte abbekommen. Das wäre eine Katastrophe geworden. Aber so finde ich es eigentlich auch ehrlich gesagt gar nicht schlimm. Es hat super geklappt mit dieser Flasche. Und ich zeige euch mal eben die Flasche. Ein bisschen Werbung. Und zwar habe ich die von IKEA. Falls ihr solche Sachen mal gerne machen möchtet, wo man halt exakt immer punktuell was dekorieren muss. Die war jetzt wirklich 1 Euro. Haben die 2 Stück gekostet, glaube ich, 1 Euro oder 2, keine Ahnung. Super gut, lassen sich gut ausspülen und ich finde auch super gut dosieren. Und was ich auch empfehlen kann, ich habe ja jetzt erst einmal auch die Dauerbackmatte ausprobiert von Wundermix. Die könnt ihr da auch bestellen im Onlineshop. Und natürlich habe ich auch die Teigmatte verwendet. Und die ist richtig, richtig super auch, muss ich sagen. Beide Artikel schreibe ich euch mal unten in die Infobox. Da könnt ihr mal schauen. Ja, und auch da bestellen bei Wundermix. Ja, ich freue mich, dass ihr dabei wart. Kekse sind lecker, also die Zimtsterne sind sehr lecker. Ich mache jetzt noch ein schönes Foto. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn ich das zweite Weihnachtsgebäckrezept hier verfilme. Ja, vielen Dank. Schönen Tag noch. Das Wetter hat sich jetzt ein bisschen zugezogen und ein bisschen schäbiger geworden. Aber jetzt wird erstmal eine Tasse Tee getrunken und dann sieht es wieder anders aus. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.